So, 5:30, Zeit aufzustehen. Mal gucken, was hier so. Die Sonne geht langsam auf. Den Sonnenaufgang will ich nicht verpassen. So, was ist jetzt hier? Freie Arbeit. Zeigt die Zahl der Unbeschäftigten. Doch, denen ist langweilig. Ich habe gedacht, die schlafen. Aber okay, sei es drum. So, wo geht die Sonne auf? Das ist halt ein bisschen trüb hier. Ein bisschen neblig. Was ist das hier? Kann man hier Steine abbauen wahrscheinlich. So, Holzlager. Hallo? Okay, alle wach. Was kann man hier machen? Bauen Haus. Haus auf Stufe 2 ausbauen. 3 freie Arbeiter. Haben wir dort. Ah, wir haben dadurch mehr Arbeiter bekommen. 3 mehr und deswegen haben wir auch 3 Unbeschäftigte. Ah, okay, nice. Oder kommen die so mit der Zeit dazu? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Was ist das hier? Hallo? Stein oder was? Okay, das ist gut zu wissen. Wir haben aber Essenzuwachs. Haben wir Essenzuwachs? 14. Ich muss mal die Zahl in den Augen halten. Komm, dann setzen wir hier nochmal 3 hin. Ja, 0,9 Tonnen. Gucken wir mal, ob es hochgeht. Kann ich vielleicht Holz auch nochmal ein dazu. Beziehungsweise 2 bräuchten wir eigentlich zum Arbeiten. Ich schau mal, was hier so im Lager rumliegt. Wir haben 14 Essen. Ich muss das mal ein bisschen beobachten. So. 12 Tonnen wird als Baumaterial zur Herstellung von Tonvasen, Amphoren. Okay. Also gewinnen wir damit keinen Krieg. Muss ich irgendwo. 14. Ich muss merken, 14 Essen, ja. So. Ah, warte. Nee. Muss ich irgendwo forschen, damit ich. Also muss ich irgendwo forschen, um neue Gebäude freizuschalten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist das hier? Ah, okay, müssen wir uns mal genauer anschauen. Gefolgschaft. Ein bisschen genau in der Mitte. Zufrieden, gerecht. Kopfsteuer. Kirchenzehnt. Gesetzbuch. Okay, das lassen wir einfach mal so. Statistik Einwohner. Steuern. 9 Bauern. 14,1, also es wird mehr. Hier, Forschung. Sperre erhöht die Produktion. Haben wir Punkte hier jetzt? Bauernhaus. Lehmgrube, Holzfäller, Jäger. Ah, hier sehe ich überall die Mitarbeiter. Marktplatz, Speicher. Rathaus. Hier habe ich verbinden, also ist Frieden. Okay, das ist schon mal gut bisher. So, jetzt müssen wir. Das muss ich bezahlen. Okay. Dann kriegt mir Segen. Also das brauche ich wahrscheinlich mal. Hier braucht man 10 Steine. 10 Holzbretter. Verstärkte Spaten. Wann kriegen wir das denn jetzt? Bereits erforscht, erhöht die Produktion. Okay. So, was haben wir hier? Das ist unser Lager wahrscheinlich. 1 Tonne, 4 Gold, 5 Einkauf, 1 Tonne Holz. Also wir können das hier quasi handeln, okay. Bis jetzt sieht es, glaube ich, gut aus. Brauchen wir, glaube ich, noch nichts. Es würde mich mal interessieren, wie wir jetzt denn weiterkommen mit dem Bauen. Noch nicht verfügbar. Okay, ach so, warte mal. Bietet Wohnraum, braucht man 6 Lehm. Ah, okay, das ist Lehm. Das sind keine Holzbretter, das ist Lehm. Ah. Okay, das macht Sinn auf jeden Fall.
Brauchen wir jetzt noch ein Wohnhaus erstmal, damit wir mehr Mitbewohner haben? Das vermute ich einfach mal. So, wir machen hier mal so einen... 9 Mitarbeiter haben wir jetzt. So, dann können wir gleich mal die 2 Unbeschäftigten hierher beordern. Wo bin ich? Hier ist der Marktplatz, da drüben sind die Häuser. Können gleich 2 dran bauen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dadurch mehr Mitarbeiter haben. So, 2 aktive Bauarbeiter. Auf geht's. Und wir bauen selber auch wieder ein bisschen, damit es schneller geht. Wir ebnen den Boden. So, es ist schon wieder 12 Uhr mittags. Hatte ich 14 oder 13 oder 12 Essen? Ich muss mir das mal aufschreiben. Ich vergesse die Zahl die ganze Zeit. So, ich notiere mir das gerade mal eben. Dass wir mal beobachten können, wie da der Schnitt ist. Das interessiert mich einfach. Also ob wir uns positiv oder negativ entwickeln. So, Holz haben wir, Fleisch kriegen wir, Lehm kriegen wir. Jetzt müssen wir uns quasi als nächstes um die Steine kümmern. Vielleicht sollten wir mal so eine Sitzung anbelangen. Hier, was sagst du denn? Gesetzgebung, Folter, Gesetzgebung, Kopfsteuer. Okay, dann macht ihr das mal. Ja, dann macht ihr das mal so. Ihr macht das schon richtig. So, drücke zum Sprechen. Also, was besteche ich denn mit 172 Gold? Was macht er denn dann? Bringt er jemand um, oder? Wie sieht es hier drüben aus? Wo konnte ich nochmal ins Inventar gehen? Das hier war, glaube ich, mein... Nee. Das hier? Ah ja. Ihr könnt den Eimer an einem Brunnen oder in der Nähe von Wasser... Okay. So, ich muss nochmal testen jetzt. Was fangen wir mit dem Wasser denn an? Ah, eh interagieren vielleicht. Ah, war einmal auffüllen, okay. Und was mache ich jetzt mit dem Eimer Wasser? Kann ich den in die Brühe, oder? Muss ich die zur Lehmgrube bringen, oder kann ich die hier abstellen, oder? Speicher. Was mache ich denn jetzt mit dem Wasser? Da laufe ich mal eben zur Lehmgrube und gucke, ob man das da irgendwo reinschüttet oder... Hallo? Zwei... Ja. So. Oh, ich habe einen Eimer mit Wasser, aber ich weiß nicht, was ich damit anfange. Okay. Nichtsdestotrotz. Neuen Mitarbeiter. Wie sieht es mit unserem Haus aus? Ist es schon gebaut? Da müssen wir wahrscheinlich wieder selbst Hand anlegen, damit es mal ein bisschen vorangeht. Ah ne, ist schon da. Ne, aber noch nicht fertig. Komm hier, ich helfe mal mit. Hallo? Ja. Beim Dachstuhl helfe ich nur kurz mit. Wir haben jetzt 9 Bewohner. Da bin ich mal gespannt, ob das dadurch mehr werden. 12. Ah, okay. Okay. Das ist natürlich sehr schön. So, wir können längs bauen. Das ist halt einfach eine Sache, wie es aussieht. Marktplatz. Kleiner Speicher. 20 Tonnen. Brauchen wir das schon? Ich glaube nicht. Aber das Essen wird weniger. Okay. Ich sehe es jetzt gerade. Ich habe jetzt nämlich die Zahlen notiert. Das heißt, wir müssen hier mehr rausholen. Wir haben jetzt neue Mitarbeiter.